Hallo, liebe 1a. Dies ist der zweite Versuch, mit euch den neuen Buchstaben anzusehen. Den ersten Buchstaben aus dem Buchstabenheft 3. Und zuerst schreibe ich ihn euch auf. Der sieht so aus. Das ist der große Buchstabe. Und das ist der kleine Buchstabe. Das ist das G. Das G. Fällt euch ein Wort mit dem Buchstaben ein? Mir fällt eins ein, und zwar das Glas mit G am Anfang. Oder die Geige G. Oder noch ein Musikinstrument, die Gitarre. Gitarre. G. Außerdem gibt es auch noch das grüne, längliche Gemüse. Gemüse. Die Gurke. G. All diese Wörter beginnen mit dem G. Wo wohnt dieser Buchstabe denn in unserem Haus? Der große Buchstabe hat Angst vor den Spinnen im Keller. Da möchte das große G nicht hin. Das wohnt also in der Wohnung und auf dem Dachboden. Das kleine G hat keine Angst vor den Spinnen im Keller. Das kleine G wohnt in der Wohnung und auch im Keller. Wie schreibe ich diese Buchstaben jetzt? Seht noch einmal genau hin. Das große G fange ich an, als wollte ich ein Osterei malen. Ich male das Osterei aber nicht zu Ende. Ich höre vorher auf, fahre mit einem geraden Strich hier rein, fahre dieselbe Linie zurück und runter. Da wollte mein Computer automatisch malen. Das kleine G fängt an wie das kleine A. Ja, wie das kleine A. Dann mache ich den Strich nach oben und nach unten, aber jetzt gehe ich weiter und hänge den Bogen an. Das kleine G. Jetzt seid ihr dran, sucht weitere Wörter mit einem G und achtet auf den Unterschied zum K. Ja, das G ist viel sanfter und weicher und übt den Buchstaben zu schreiben an einem Stück. Ich fange hier oben an, wie für ein Osterei. Ich mache das Osterei nicht zu Ende, sondern fahre hier mit dem Strich rein, denselben Strich zurück und hier runter. Das heißt, hier geht es los, dann geht es hier hoch, hier hinein, denselben Weg zurück und den kleinen Strich nach unten. Das beginnende Ei, hier rein, selben Weg zurück, Strich runter. Das kleine G fängt hier an wie das kleine A. So wäre das kleine A. Strich hoch. Und der Strich nach unten geht weiter, 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 weiter bis in den Keller und macht den Bogen. Und jetzt könnt ihr im Buchstabenheft 3 Seite 4 und 5 bearbeiten. Viel Spaß und Erfolg dabei!